Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 2. Wir sind in diesen komischen Tunnelschacht, wo wir letztes Mal reingegangen sind. Neben uns wühlt immer noch der verwirrte, vergessliche Kartograf. Wir haben eine Menschlichkeit benutzt, aber wir sind nicht selber menschlich geworden. Zumindest sind wir immer noch hässlich. Naja. Ja. Wir reden mal weiter mit ihm. I came to this land, Drangling, the lost kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Ja. Oh, there's a rather spacious mansion there. Mhm. I've made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Drangleic. Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall. Was ist falsch mit ihm? Were you looking for that map? Wonderful. Then you are fascinated by maps, just like me. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. Danke. What a joy to meet a kindred spirit out here. Incredible, really, isn't it? Such a Stein map to be chiseled in stone. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Something about it feels wrong. Just be careful, please. Mm-hmm. I'll be back in Majula soon. Okay. Kommt Perhaps also we zu will meet dem again, and I'll be back. Gut, wiederholt sich. Von da sind wir gekommen. Und da ging es ja auch noch weiter nach unten. Da, wo die Kugel reingerollt ist. Das geht aber sehr weit nach unten. Okay, da gehen wir nicht lang. Und wir sind hier in einem Gebiet, was ziemlich geklärt ist. Aber wie kommen wir hier... Oh. Ja gut. Macht Sinn. Jetzt gehen wir hier hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch. Also wäre der weiter Weg da oben. Jetzt ist die Frage, gehe ich nochmal zum Bonfire zurück, denn wir haben extrem viele Seelen. Wir können Estus Shard, eigentlich, wir müssen in dieses Gebiet hier gar nicht mehr. Wir müssen jetzt nur noch da oben hoch. Und da zurück. Der Weg ist nicht so weit. Ah, gehe ich auf Nummer sicher oder nicht? Ob man das anzünden kann und dann geht die Tür auf? Hm. Gibt es hier irgendwie vielleicht... Ja, Feuer gibt es da unten, ne? Geben wir unsere Seelen aus oder gehen wir weiter? Wir geben unsere Seelen aus. Und öffnen die Tür und holen uns den zusätzlichen Estus-Flakon. Ah, ich habe gerade gedacht, hä, wie kommt man denn da jetzt hin? War das da schon die ganze Zeit? Nein, das ist hinter der Tür. Die wir nicht aufbekommen. So. Einmal nach Majula, bitte. So, und dann gehen wir erstmal zum Tier. Is that a shot? Here, to see light. However. Estus-Flakon verstärken. Ja.
Es ist Lokon verstärkt. Und aufsteigen. Ich würde sagen, wir gehen 2 auf Kondition. Und auf Geschick weiter. Einen. Gut, damit hätten wir ja schon einiges geschafft. Frag mich, ob der Kartograf jetzt hier ist. Der müsste ja dann in der Mansion sein. Und dann öffnen wir hier die Tür. Was haben wir hier? Ein Riesenbuch. War ich das? Ah, ich höre, was er meint. Ist das eine Truhe, die man öffnen kann? Nö. Aber da ist Loot. Paros Wahrheitsverkunder. Uno momento. Ey. Paros Wahrheitsverkunder. Aktiviert Paros Apparat. Jetzt haben wir 2 davon. Könnte es sein, dass wir einige, vielleicht 4 davon brauchen, damit die Apparatur da drüben aktiviert wird? Er hat doch irgendwas von der steinernen Karte gesagt. Da sind die Schweine. Da geht's nach oben. Da ist eine Truhe. Keine Mimik. Woran erkennt man hier Mimics? Titanitscherbe Fackel. Schön. In Dark Souls 1 und 3 war es ja an der Kette. Gibt es in diesem Spiel Mimics? Ja, auch so eine Frage. Diese Geräusche sind doch von den Schweinen. Ja, dann gehen wir wieder runter. Gehen ja noch weiter nach unten. Da geht's noch weiter nach unten. Das ist die steinerne Karte. Wir sind irgendwo an der Küste, das weiß ich. Fragt sich nur, wo. Das könnte es sein, so dieser, das Monument, wo der Crestfallen Warrior sitzt, das ist ja so eine Landzunge ins Meer. Das könnte das sein, da könnten wir aber auch hier sein. Das sieht aber sehr verschneit aus. Ich weiß auch nicht, wie die Dimensionen hier sind. Das könnte auch das kleine Dings da, wo unser Fuß ist, sein. Oder hier. Ha. Okay, es geht aber noch tiefer. Der meinte, da sind komische Geräusche. Und toter Skelett. Skelette waren im ersten Teil ziemlich stark am Anfang. Und wir können mehrmals zuhauen. Schön. Menschenbild. Wie viele gibt's von euch? Es ist echt dunkel hier. Hier ist eine Fackelschale. Haben wir hier irgendwo eine Feuerquelle, wo wir unsere Fackel mit anzünden können? Kann ich das in den Kerzen anzünden? Nö. Irgendwo war... Hier bei dem einen Weg war doch eine Fackel. Kann man Fackeln am Bonfire anzünden? Nee. Macht keinen Sinn, man kann sich ja dran setzen. Kann ich die hier jetzt anzünden? Fackel anzünden. Schön. Okay. Dann rennen wir jetzt wie der olympische Fackelträger. Einmal in den Keller und zünden da die Schale an.
Lass die Kellerspiele beginnen! Alter, ist das jetzt hell. An den Schweinen werde ich mich auch irgendwann noch rächen. Da kann ich das jetzt anzünden. Ja. Da sehe ich so nichts. Hier ist Loot. Estus-Flakonscherbe. Schön. Da um die Ecke vielleicht irgendjemand? Nö. Mimik? Nein. Seelengefäß. Was ist ein Seelengefäß? Zeigt dies einer bestimmten Person und... Okay. Ein Seelengefäß. Und mehr gibt's hier gar nicht. Das Skelett war wohl das, große Problem hier unten. Na dann. Haben wir jetzt ein Seelengefäß? Wer könnte was mit einem Seelengefäß anfangen? Seelengefäß. Ich habe eine Idee. Ich habe zwei Ideen. Idee A. Die Feuerhüterin, also die Smaragdbotin hier, kann was damit anfangen? Nee, kann sie nicht. Aber wir könnten vielleicht aufsteigen. Nein, wir brauchen mehr Seelen. Aber wir haben glaube ich, Seelen. Nein, hier nicht. Im Inventar haben wir da Seele. Junge. Haben wir nicht. Okay. Gut, sie kann damit nichts anfangen. Meine zweite Idee wäre... Das hat was wie... das ist sowas wie in Dark Souls 3 mit dem Seelenwandler oder wie das heißt. Das ist für Bosswaffen da, damit wir Bossseelen irgendwie einsammeln können. Oder das müssen wir den Typen geben, der uns Bosswaffen macht. Irgendein Schmied. Der könnte das vielleicht brauchen. Bewegt sich nicht. Ich glaube, wir brauchen 4 Steine. Naja. Dann gehen wir jetzt zum Schmied. Vielleicht kann der was damit anfangen und der könnte vielleicht unsere Waffe aufleveln. Aber ich glaube, dazu haben wir zu wenig Seelen. Okay, er bricht nicht auf das Seelengefäß. Verstärken. Titanitscherbe, 3 von 4. Nee. 3 von 4, doch. Können wir verbessern. Jetzt brauchen wir eine große Scherbe. Okay. Aber schön, wir haben eine bessere Waffe. Und hier vielleicht bei den Crestfallen. Ich darf vielleicht nicht vergessen, nochmal zur Smaragdbotin zu gehen. Geste lernen. Willkommen, Geste. Eid leisten. Ja, warum nicht? Blaues Siegel. Eid geleistet. Und wir haben jetzt... nein. May you find peace on your journey. Wir haben jetzt dieses Symbol da oben neben unserer Leiste. Ist das wie in Dark Souls 3, dass man sich die Eide aussuchen kann? Also frei ändern kann. Und er hat uns irgendwas gegeben. Wahrscheinlich ein Item für diesen Eid. Estus-Flakonscherbe, Zauberrune. Nee, hier nicht. Eine Waffe.
Feuerlangschwert 156. Kann gar nichts mehr. Schild war es auch nicht. Rüstung ebenfalls nicht. Nein. Nö, nö. Ringe. Eidring für Apostel des Blauen. Info. Dies ist ein Ring des Eides des Blauen. Erhöht die TP leicht. Aha. Der blaue Pfad ist eine vollständige Version. Er ist ein demütiges Gebet. Mhm. Für die, die Hilfe suchen. Wenn Apostel des Blauen von dunklen Geistern heimgesucht werden, können sie auf Unterstützung von Meistern anderer Welten hoffen. Ja. Und was war... Doch, wir können ja mehrere Ringe. Dann nehmen wir alle. Ich weiß zwar nicht, was der Steinring kann. Zusätzliche Verringerung der gegnerischen Balance. Ah. Okay. Hatten wir uns, glaube ich, schon mal angeguckt. Kommt mir bekannt vor. Dann zur Smaragdquote. Estus Flakon verstärken. Ja, bitte. Danke. Verstärkt. Dann gehen wir jetzt zu dem Bonfeuer zurück, wo wir gerade eben... ist ja auch schon wieder gefühlt 10 Minuten her. Es waren wahrscheinlich 10 Minuten. 15 Minuten? Wie viele Minuten haben wir auf der Uhr? 15, 16 Minuten. Ja, 10 Minuten waren es wohl, die wir jetzt in Majula verbracht haben. Wir haben 4 Estus-Flocken inzwischen. Das finde ich nicht schlecht. Au, au. Wenn ich an Balance denke, dann denke ich an den Wolfritter-Ring aus Dark Souls 3. Ich frage mich, ob es das Artorias Großschwert... Oh, wir brauchen nur noch 2 Hits. Kann ich die aufheben? Ich frage mich, ob es das Artorias Großschwert hier gibt. Ist zwar nicht das, worauf ich spielen möchte, aber war lange Zeit mal eins meiner Lieblingsschwerter. Ist immer noch. Ich habe es in Dark Souls 1 benutzt, ich habe es in Dark Souls 3 benutzt. Obwohl in Dark Souls 1 fehlt mir immer noch die unkorrupierte Version. In Dark Souls 1 gibt es ja 3 Artorias-Schwerter. Lassen wir den Willi kommen. Ja. Komm rüber. Ich will nicht, dass der später einfach von hinten kommt, während wir den den Ninja Turtle battlen. Noch schießt niemand auf uns. Wo ist das doch ganz angenehm? So, jetzt zu dir, mein Junge. Das hast du gut gemacht. Da hatte ich kurz Angst, dass er uns bekommt. Du sagst Tschüss. Bei dir wäre es schön, wenn du hier runterkommst. Oh. Das waren auch explosive Fässer. Gut zu wissen. Anscheinend sind die hier alle explosiv. Wir trinken was. Komm doch bitte runter. Haben wir noch Lebenssteine? Schimmernden. Ja, ich wollte meine Menschlichkeit verbrennen. Gucken, was das macht. Wir haben hier Wurfmesser. Könnten wir auf den Typen verwenden? Alter, machen die einen Schaden. Okay. So, und ihr wart ja gemein. Genau. Du kommst hier jetzt erstmal hoch. So, und jetzt haben wir dich.
wirst schön interrupted. Dann können wir hier runter. Und da unten ist erstmal nichts. Das ist doch ganz schön. Da sitzt was. Das sieht aus wie... Patches. Es gibt nur einen, der so hockt. Und da ist nichts. Und da... Ich werde ganz sicher nicht da reingehen, wo irgendwie... 1, 2, 3, 4, 5 Ballisten auf Loot gerichtet sind. Ich wette, Patches schickt uns dahin. Das ist Patches. Es gibt nur einen, der so hockt. Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Oh, Hogwash. Who am I to judge? Ah, wer bist du? My name is Pate. Hm. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Hm. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Ach echt. Mr. Pate. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. I'll leave this one to you. Ja, ja. I'll leave this one. Okay, wenn wir da durchgehen, macht er das Tor zu. Davon bin ich überzeugt. Hier ist Loot. Grüne Blüte. Wo geht's hier hin? Höhenritter. Hm. Und die Ballisten. Wollen wir es riskieren? Wir haben nicht so viele Seelen. Und tschüss. Oh mein Gott, was war das denn? Wie viele kommen da? Drei. Nee, da kommt noch einer. Au. Der hat was gedroppt. Schimmernder Lebensstein. Könnte ich wahrscheinlich gleich gebrauchen. Jetzt sind die doch ausgelöst. Müsste ich doch jetzt... Kann ich die kaputt kloppen? Nö. Da geht's runter. Toll. Wir haben sehr viele Möglichkeiten. Großer Seelenpfeil, eine Zauberei. Große Seele eines Untoten und blauer Holzschild. Wie ungern hier in den Ballisten. Blauer Holzschild. Ist der besser als unser jetziger? Ja. Nehmen wir mit. Fancy. Und da ging es nach unten. Sehe aber nicht, wo das da weiter lang geht. Zumindest sehe ich auch keine Gegner. Da ist eine Truhe. Da ist eine richtig komische Steinwand. Untersuchen. Paros. Oh. Leuchtet. Interesting. Keine Mimik? Au, au! Wow! Es gibt anscheinend keine Mimics. Würde ich jetzt so schätzen.
Dafür gibt es sowas. Okay, Pharos Wahrheitsbekunder, Dingsbumssteine sind wohl dafür da. Versteckte Wände zu sehen. Scheint ja eine ganz nette Funktion zu sein. Aber ich frage mich, sieht man die dann auch, beziehungsweise kann man die auch aktivieren, wenn man nicht weiß, wenn man den nicht benutzt? So, Mister. Nein, du sollst mehrmals, du sollst hier so. Mach doch mal einen Rundumschlag. Okay, hat er gemacht. Oh mein Gott, der haut einen ja weg. Hat aber nicht viel Damage gemacht. Okay, dann sind das hier die explosiven Fässer. Und die haben mich diesmal auch getroffen. Naja. So, dann haben wir den Typen hier stehen. Den schicken wir runter. Den visieren wir an und schmeißen Messer drauf. Oder zwei. Oh, wir konnten nur eins werfen. Wäre schön, wenn du hier runterkommen würdest. Deine Granaten haben nicht so viel Reichweite. Das ist ganz nett. Oh Gott. Da kommen Leute. Gemeiner Piekser. Der steht da halt immer noch, ne? Komm hier runter, du Otto. Ich will da auch nicht hoch, weil dann stehen alle wieder auf. Na gut. Erstmal den. Au. Wollte mich eigentlich wegrollen. Interessanter Move. Lass mich mal kurz heilen. Sagte kurz heilen. Klippo. Und jetzt du. Viel zu viel Damage genommen. Bei Estus schon verbraucht. Rüsten wir die Lebenssteine hier aus. Anscheinend bekommen wir ja jetzt größere. Der eine war ja schon weg. So, da unten war ja nichts. Nein, die dummen Leute sind ja wieder da. Oder? Ja. Und wenn ihr alle einzeln kommt, ist schön. Ich dachte einzeln. Soldatenhelm. Kommt da noch einer? Scheint nicht so.
Und die haben hierhin gefeuert, aber da ist nichts passiert. Ich denke, wir gehen den gleichen Weg hier nochmal. Die Falle sollte ja jetzt ausgelöst sein. Ich denke nicht, dass die Truhe wieder zu ist. Doch, ist sie. Kann ich die von hinten öffnen? Nein. Kann ich die kaputt kloppen? Abfall. Das hat sich ja gelohnt. Hier. Noch zwei Truhen. Hehe. Ja, probieren geht über studieren. Okay, ist in Ordnung. Eternit-Scholle. Was macht man bei solchen Truhen, die eine Armbrust haben? Einfach direkt blocken? Oder ausrollen? Chlorantiering! Mehr Ausdauer! Nein. Echt jetzt? Ich meine, dass das da oben angezeigt wird, unter unser Leben. Ja. Aber warum müssen wir denn jetzt leuchten? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Es gibt so viele Sachen, die sich von dieser Seite nicht öffnen lassen. Also das grüne Leuchten ist etwas, ja. Müssen wir mit leben. Gut, wir haben die Möglichkeit, da drüben lang zu gehen oder von Patches verraten zu werden. Kommen wir doch erstmal hier hin. Das wollte ich vermeiden. Aber der Typ da hat mir die Entscheidung abgenommen. Da sind Ritter, die haben uns aber noch nicht gesehen. Hier ist eine Tür. Verschlossen. Schade. Irgendwas ist gestorben. Hier oben ist Loot. Lebensstein und Heimatknochen. Keine Wände. Also keine unsichtbaren. Können wir auch nicht kaputt kloppen? Nein. Scheint nichts hier zu sein. Nö. Da sind zwei von denen. Ist da noch ein dritter vielleicht? Nö. Okay, hier könnte man vielleicht runterdroppen. Nein, sollte man nicht. Das ist eine Nebelwand. Da geht's theoretisch hoch. Viertelkrieger. Und weg, und weg. Ja. Und weg. Und weg. Und weg. Der hätte jetzt aber auch tot sein können. Okay. Einmal Loot. Gelbes Kraut. Irgendwas, was mir gar nichts bringt. Und hier könnte man hoch. Und ich werde angerufen. Wir sind gleich wieder da. Ich pausiere kurz die Aufnahme. So. Wir holen uns jetzt den Loot da. Und dann beende ich die Folge vor dieser Nebelwand. Das ist ein Schwert. Hellebarde und Seele eines Soldaten. Das war so klar, ey. Nein, nein, ich will nicht runterfallen. Ich will... Oh.
Das habe ich erwartet. So eine ähnliche Stelle gibt es in Schandstadt auch. Okay. Gut, ich trinke den letzten Estus. Vor einer Nebelwand. Hier kann aber eigentlich kein... Ja, ich beende die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.